Als nächstes Sujet, das sind vier Buchstaben. IBLA, IBLA. Claude Felten aus Palmer, Claude, guten Mittag. Guten Mittag. Wie weit stehen die vier Buchstaben mal für uns zu fangen? Das steht für Institut für biologische Landwirtschaft und Agrarkultur, Lützburg. Was macht ihr in dem Kontext? Wir machen Berodung und Forschung am Biolandbau. Und unsere Vision aus dem Fungal, Produktion von qualitativ höchwertigen Lebensmitteln und dabei aber eine weitgehend Schonung von den natürlichen Ressourcen. Und Standbinder, Berodung und Forschung sind am Fungal entstanden, weil an den 90er Jahren Biobauern, die sich immer mehr kommen sind, nicht an der konventionellen Berodung Hölle von tun. Und dafür haben wir eine Berodung auf B gesagt. Und wir haben aber auch relativ schnell gemerkt, dass es wichtig ist, für auch an der Forschung WNO4 zu treiben, und also Lösungen, ob die Probleme, die sich dann bei den Biobauern am speziellen Weisen zu finden. Mhm. Finanzierung natürlich auch. Finanzierung als ganz wichtige Wolle. Wir gehen zu einem Teil vom Staat finanziert, das heißt vom Landwirtschaftsministerium, Umweltminister, und aber auch dem Forschungsminister. Da gehen wir aber auch über Projekte, über andere Fondationen an, national oder international oder europäische Projekte, wo wir da mitmachen, also wo in der Kohle mitmachen, wenn ich dann da sein, wo man gewinnt, da kann ich forschen, kriege ich noch so dafür. Und ich probiere aber auch, dass wir in Richtung Dorn uns entwickeln. Also wir sind seit 2015 gemeinnützig und wir wollen gerne noch eine unabhängige Forschung machen und dafür sind wir auch, gehen wir auf den Weg für Dorn oder für Unterstützungen an dem Bereich zu kriegen. Mhm. Gestern war ja wichtig, dass für den Bio-Landbau am Sinn von Plan 25 soll mal 20% Bio kommen als der Wunsch. Wie als Vision als IBLA? Ja, ich denke, dass unterstreicht das Vision. Wie gesagt, wir sind zuständig für den Bereich Forschung und Berodung. Wir stehen durch dem Ministerium dann noch auf der Seite. Also wir helfen an die Richtung Bauern zu beroden. Wir machen, oder wir sind zuständig für Firmenstellungsberodung. Das heißt, wir gehen auf die Betriebe, gucken wir, ob es überhaupt machbar ist für Biomstellen, nicht auf Türen zu groß sind, sondern nur müssen riesige Investitionen gemäht gehen. Einerseits, andererseits machen wir aber auch da, wann es geht, eine Umstellungsberodung, das heißt, wir begleiten den Bauer dann an der Zeit, wo er umstellt, mit all den Fragen, die er hat. Und dann, schlussendlich, wenn noch Bio umgestaltet wird, sind wir natürlich auch da, für ihm zu helfen, ob das am Bereich Steuere, Pflanzen oder Boden ist. Mhm. Bio-Vereinigung Lützeburg, die geht nicht mit zu sagen, könnt KW lernen, der Bio muss wissen, auch als er Umwelt zuläuft, und er schreibt die Blätter. Ja, ich denke ganz sicher, also biologische Landwirtschaft ist eine ganz resiliente und nachhaltige Landwirtschaft. Und ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, dass es eine biologische Landwirtschaft gibt, weil sie die konventionelle Landwirtschaft am Fungal Matt an die Richtung dort sieht, wo man sowieso eigentlich auch gesellschaftsmäßig alle müssen und auch wollen hingehen. Ibla.lu für mehr Informationen. Ja, genau. Das ist ein Internetseite und da finden Sie alles, was ich heute gesagt habe und alles, was ich vergessen habe. Informationen zu all unseren Projekten, die wir gemacht haben. An der Claude ist auch ein Talent aus der Landwirtschaft als Programmateur. Auch das Video könnt ihr auf www.lu sehen. Merci Claude, dass du dabei bist. Ja, danke.